Hi meine Lieben, ja, ich war schon wieder in der Drogerie unterwegs und es gab jetzt neue Catrice und Essensprodukte und ich habe mir auch ein paar Follow Me Arounds von diesem Catrice Event angesehen und bei manchen Produkten konnte ich dann echt nicht widerstehen. Und ich beginne gleich mal mit einem aus dem neuen Sortiment und das ist dieses Catrice Puder hier. Das ist das Prime and Fine Mattifying Powder in Waterproof. Und das ist ein transparentes Puder und hat noch einen Spiegel mit dabei, aber was jetzt nicht so wichtig für mich ist. Aber ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert und das war ja dieses Wunderpuder, was ja so angepriesen wurde auf diesem Event, dass es eben Wasser nicht absorbiert, sondern trennt. Also wenn man da Wassertropfen zum Beispiel drauf träufelt, dann saugt das Puder das nicht gleich ein, sondern ummantelt das so mit Puder und ja, trennt das eben. Und das wäre jetzt so eine neue Sache mit diesem Puder eben. Und da dachte ich mir, oh, das ist vielleicht interessant für meine ölige, fettige Haut, so ein bisschen das noch besser mattiert oder so. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, hat Wasser ja nichts mit dem Ölen der Haut zu tun. Ne? Aber okay, ich wollte es eben trotzdem probieren und ich finde, es ist ein gut mattierendes Puder bis jetzt. Ich habe es erst 2-3 Mal getestet und da ist eben immer schwierig zu sagen, wie es dann wirklich ist. Aber ich finde auch, man sieht nicht so gepudert aus damit. Das ist wirklich eins der wenigen Puder, mit denen das nur so ein Hauch von Puder irgendwie ist. Auch wenn man da mehr drauf macht, die Haut sieht sehr zart damit aus und das finde ich ganz gut. Ob mit oder ohne Make-up, ich finde das sehr gut gemacht eigentlich. Es mattiert jetzt nicht unbedingt arg viel länger wie andere, aber so 4-5 Stunden kriegt es auf jeden Fall hin und ich finde das sehr schön vom Ergebnis vom Hautbild eben. Dann habe ich mir noch meine Lieblingsfoundation von Catrice nachgekauft. Das ist die All Matte Plus Foundation in der Farbnummer 010 Beige, Light Beige. Und ich mag die sehr gerne, die dunkelt nicht nach, die ist sehr schön hell, deckt so mittel ab. Und mattiert auch einfach ganz gut. Also ich finde die richtig gut gemacht und mag das Finish auch sehr gerne. Und ja, seit Dezember ist das so meine neue Lieblingsfoundation. Dann gab es in dem neuen Catrice Sortiment auch einen neuen Braunton als Lidschatten. Und das ist die Nummer 750 New in Brown. Und das ist ein richtig tolles Braun. So sieht er aus. Und der schimmert und glänzt und glitzert sehr schön. Also der hat auch Glitzerpartikel in sich. Den trage ich auch gerade auf meinem Lid, auf dem beweglichen. Und ich finde den sehr, sehr hübsch. Also wirklich wieder ein toller Ton von Catrice. Und der wird bestimmt eine meiner neuen Lieblingsfarben. Und dann gab es einen neuen Defining Blush von Catrice in so einem Rosé-Ton. Das ist die Nummer 080 Sunrose Avenue. Und er sieht auf den ersten Blick ziemlich hell und sehr hellrosa stichig aus. Aber das ist er gar nicht. Also wenn man den einmal so swatcht, ich hoffe ihr könnt das erkennen, der ist sehr gut pigmentiert. Also man muss schon sehr Acht geben. Und der hat so einen Schimmer, falls ihr das erkennen könnt. Also er hat keine Glitzerpartikel drin, aber der schimmert sehr schön. Und da kann man sich eigentlich den Highlighter sparen. Und ja, also er ist ein bisschen dunkler, wie er eigentlich wirkt. Also er ist nicht so hellrosé. Mehr so ein Rosenholz-Rosé-Ton, ja. Dann gab es von Catrice noch einen neuen Eyebrow-Stylist in der Farbe 040 Don't Let Me Brown. Und ich habe den Date with Ashton und finde den ja super. Nur hat der so einen leichten Rotstich. Also ich weiß nicht, ob man das richtig sieht in meinem Haar. Ich glaube, nee. Es ist hier ein bisschen dunkler dann durch die Lichtverhältnisse. Ich habe schon einen ziemlichen Rotstich in meinem Braun, aber das mag ich auch. Ich finde das schön. Und der hat eben mehr noch einen aschigen Unterton wie der Date with Ashton. Also wer einen Tick dunkleren, aschigeren Ton sucht, wird mit dem begeistert sein. Ich habe den heute auch drauf auf meinen Augenbrauen, aber gemixt mit dem Date with Ashton. Und das ist eigentlich so top meine Farbe, wenn ich die zwei zusammen mische. Dann habe ich von P2 den Peel Your Lips Mango Lip Peeling geholt. Das habe ich auch in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr, von wem das war. Und diejenige fand es aber super toll und eigentlich nicht als Peeling. Als Peeling ist das gar nicht so gut, aber als Lippenpflege ist das eigentlich so ein Geheimtipp. Das hat hier oben so einen Applikator und dann kann man hier unten drehen, da kommt so eine peachfarbene Flüssigkeit raus und die riecht erstmal ganz gut nach Mango und hat halt eben so ein paar Peelingkörner. Aber der Peeling-Effekt ist eigentlich gar nicht groß gegeben.
Ich finde die Pflegewirkung einfach viel besser und auch dieser Mango-Duft ist eigentlich ganz angenehm. Und ja, das ist so ein Geheimtipp für pflegende Lippen. Also, das macht dir richtig gut. Für unterwegs ist der irgendwie nicht so ganz gut geeignet, weil es eben diese Creme herausbringt, die so ein bisschen komisch aussieht. Also, das ist eher für daheim oder für abends zum Auftragen gedacht. Aber als Lippenpflegeersatz oder so oder als Ergänzung ist der richtig klasse. Dann gab es von Balea wieder eine neue Limited Edition. Das ist die Lippenpflege Mandeltraum. Und der riecht so unglaublich gut. Oh, wie so Keksteig mit Marzipan und Vanille. Also ich finde, der riecht sehr cookie-lastig und so ein bisschen in die Richtung, wie ist denn das? Dieser Zitronenkuchen-Mix. Jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Ah, Zuckerschnute. So ähnlich geht das in die Richtung, nur fehlt da dieser Zitronenduft, aber das süßliche und Käsekuchen-Aroma ähnliche ist hier auch drin. Und der riecht sehr gut. Also lippenpflegetechnisch ist das eigentlich mehr eine Spielerei, weil es eben gut riecht. Bei Lea ist da nicht ganz so top, aber ich mag das. Ich bin so ein kleiner Junkie und wenn alles gut duftet und so, bin ich gleich dabei. Und ja, deswegen fand ich den ganz gut und er riecht zum Glück auch sehr gut. Dann gab es neue Lippenpflege von Blistex und ich glaube, die hatten auch noch nie so richtig duftende Pflegen, oder? Irre ich mich da jetzt? Einmal gab es mit Mango und einmal die mit Erdbeere. Und die sehen so aus. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit wie Babylips, finde ich. So ein bisschen kitschig gemacht. Sind beide farblos und riechen sehr gut. Also vor allem der Mango riecht sehr, sehr gut nach Mango. Also richtig wie frische Mango, die man gerade isst, so riecht der. Also alle, die Mango lieben, werden sich in den hier verlieben, definitiv. Und dieser hier mit Erdbeere riecht halt sehr künstlich. Also den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Der ist ganz okay so mit dem Duft, aber es hätte besser sein können. Aber den hier mit Mango kann ich echt empfehlen, wenn es um den Duft geht. Von der Pflegewirkung kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich die erst noch richtig testen muss. Aber falls die gut sind, werdet ihr es wissen, wenn es in meinem nächsten oder übernächsten Favoritenvideo vorkommt. Dann habe ich mir von Nivea so eine kleine 30 ml Größe ganz normale Nivea-Creme gekauft. Die geht eigentlich immer. Also ich brauche diesen Nivea-Duft. Ich liebe das und schmiere mir das auf die Lippen und sonst wohin. Und ja, so eine kleine brauche ich eben irgendwie immer bei mir. Und dann habe ich mir auch noch fast passend Abschminktücher von Nivea gekauft. Die hatte ich schon mal und ich liebe die. Und im Winter brauche ich nicht so fruchtige Abschminktücher wie die von Balea, sondern mag mehr so einen Nivea-Duft, so einen typischen. Und ja, dann habe ich mir eben die nochmal geholt. Und dann habe ich mir noch von Catrice das Mattifying Oil Control Paper geholt. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, bevor die Sortimentsumstellung war. Ich hatte sowas schon mal von Essence und da sind eben so kleine Plättchen drin, die man rausziehen kann, so Papier. Und das legt man sich auf die öligen Stellen, dann saugt es eben das weg und mattiert gleichzeitig und nimmt nicht so viel Make-up runter oder so wie normales Papier, also Taschentücher oder sowas. Und ja, das wollte ich eben mal ausprobieren. Dann hat mich die Madeleine, die Miss Unimpeachable 03 hier auf YouTube, ganz schön angefixt mit diesem Gesichtswasser. Ich habe jetzt schon länger kein Gesichtswasser mehr benutzt und sie hat das so angepriesen und das immer wieder. Und das ist von AUG das klärende Gesichtswasser mit Ginseng-Extrakt. Und das wäre voll gut für eine ölige oder Mischhaut. Und ich habe es schon zweimal benutzt, es ist sehr angenehm auf der Haut. Und es riecht auch wieder so gut, so frisch und ja, also irgendwie exotisch und frisch in einem und das liebe ich total und es ist ein richtig toller Duft und deswegen wollte ich das unbedingt auch noch ausprobieren. Und dann hatte sie noch ein Produkt total super gefunden und das ist dieses hier von Alverde, die Zweiphasen-Sprühkur, die den Haaren Feuchtigkeit bringen soll mit Aloe Vera und Hibiskus und pflegt reichhaltig für trockenes und strapaziertes Haar. Und das hat eben so zwei Phasen, vielleicht seht ihr das hier. Und da muss man das schütteln, dann wird das so schaumig, milchig. Und ja, das hat einen ganz komischen eigenen Geruch. Also ich habe es schon dreimal verwendet und es ist sehr seltsam mit dem Geruch. Ich mag das eigentlich nicht so, es riecht sehr künstlich und irgendwie so seltsam fruchtig. Also ich mag den Duft überhaupt nicht. Wenn er auf den Haaren ist, ist es ganz okay. So nach ein, zwei Minuten wird es dann eher süßlich und dann ist das verflogen eigentlich, dann ist es okay. Und dann hat es auch noch eine neue Rezeptur.
Aber es kommt darauf an, was sie jetzt verändert haben, ob es jetzt besser oder schlechter ist oder was auch immer da neu gemacht wurde. Ja, also das vorige soll ganz toll gewesen sein. Wie das jetzt ist mit der neuen Rezeptur, wird es noch herausstellen. Aber das werdet ihr auch entweder in einem Favoritenvideo sehen oder eben nicht. Dann habe ich mir noch einen Hitzeschutz gekauft von L'Oréal Studioline Hot Glatt Semi-Permanenter Thermoglättungsbalm. Und ich glaube, ich hatte das schon mal und so vor 5, 6 Jahren mindestens. Da sah das noch ein bisschen anders aus, aber es war auch knallepink und hat so einen komischen Verschluss gehabt zum Hochdrücken. Und ja, riecht auch so. Also so süßlicher Geruch ist das. Ja, kann man schwer beschreiben, aber ich glaube, ich habe das schon öfter mal gerochen. Das war von damals. Und die haben jetzt ganz viel bei L'Oréal geändert. Also das heißt jetzt ganz oft Studioline. Aber ich glaube, die Produkte sind trotzdem die gleichen. Viele haben eben nur ein anderes Design und die Kleberchen neu. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist. Ich habe es bis jetzt erst einmal verwendet und finde es bis jetzt ganz gut. Aber ich werde es halt auch noch eher testen, bevor ich da was Genaueres sagen kann. Habe mich dann nochmal im Internet schlau gemacht und viele sind dafür und finden das richtig gut. Ja, werde ich dann auch mal Genaueres demnächst noch dazu berichten. Und dann habe ich mir noch einen Hitzeschutz gekauft, weil ich es nicht lassen konnte. Von Elle Deluxe, das 230 Grad Hitze Styling Spray mit 3 Tage glatt. Und das hatte ich schon mal, als das ganz neu rauskam, vor so 1,5 Jahren ungefähr. Und ich fand das damals ganz gut. Weiß aber nicht, warum ich es mir nicht nochmal nachgekauft habe. Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Es roch sehr gut und es hat die Haare schön glänzend gemacht. Und 3 Tage glatt war natürlich mal wieder voll übertrieben. Aber ja, es hat schon länger glatt gehalten und sah ganz gut aus und hat die Haare auch nicht verklebt. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, dieser Sprühkopf war ganz blöde. Also da kam so viel auf einem Stoß raus. Und ja, wenn man Paul Mitchell kennt, das so, wo so ein feiner Sprühnebel macht, ist das natürlich ein Unterschied. Aber okay, ich werde es mal nochmal testen. Irgendwie habe ich spitz gekriegt, dass das auch nach einem Chanel-Parfüm riechen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob es das war für 3 Tage glatt oder das Volumen oder Lockending. Es gibt ja noch die zwei anderen. Aber ich fand den Geruch generell schon ganz gut und ja, werde es nochmal ausgiebig testen. Dann habe ich hier noch Produkte, die habe ich jetzt allerdings nicht aus dem DM, aber die kann man bei Rossmann und bei Müller kaufen. Da habe ich es auch schon gesehen. Und die Rede ist von Tony and Guy Produkten. Ihr kennt bestimmt die Werbung von diesem Sea Salt Spray und so. Und ja, das ist halt gar nicht so meins. Also ich mag diese Salzsprays nicht, weil ich denke, da trocknen meine Haare immer noch mehr aus. Und wenn, dann wäre es eher was noch für den Sommer, wie jetzt für die Winterzeit. Aber die haben verschiedene Arten von Produkten und die gab es eben bei Douglas jetzt in so kleinem Mini-Format. Und das ist einmal das Cleans Shampoo for Dry Hair Moisturizing and Smoothing. So ganz süß in der 50 ml Verpackung. Und das riecht auch total gut. Ja, so auch wieder so ein Frische mit Zitronenduft in einem. Also richtig edel. Also ich mag das sehr gerne. Und einmal den passenden Conditioner dafür, auch in so klein. Weil wenn man das in groß kauft, dann hat man wieder so eine 200 ml Verpackung und dann ist vielleicht doch nicht so das Richtige. Und dann ist sowas Kleines zum erstmal testen ganz gut, finde ich. Und dann habe ich mir noch den Leave-In Conditioner geholt. Das ist ein Pflegebalsam, ohne dass man es ausspülen muss. Also wenn die Haare noch feucht sind, macht man den rein und lässt es so trocknen und föhnen und stylen. Und ja, das soll auch gegen Frizz sein und auch wieder für Feuchtigkeit im Haar sorgen. Und ja, darauf war ich jetzt irgendwie ganz neugierig. Sowas hatte ich bis jetzt nur von Paul Mitchell. Und ja, deswegen, ich interessiere mich einfach irgendwie für diese Tony Guy Produkte. Es gab auch noch so einen Hitzeschutz und viele andere Sachen. Aber ich wollte jetzt erstmal die Sachen testen, die ich eh schon hatte. Und ja, ich dachte immer bis vor kurzem, Tony Guy wären nur Produkte für Männer. So vom Design, die sehen immer so schlicht aus und eher so männlich. Ja, aber das sind eigentlich mehr Frauenprodukte. Habe ich dann so mitgekriegt. Ja, das war's dann jetzt mit meinem DM-Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!